So, hallo zum neuen Video diese Woche. Hier ist heute ein bisschen komisches Licht, die Sonne scheint so stark rein, deswegen bin ich hier so erleuchtet. ich lasse es jetzt einfach mal so. Lieber gemacht als perfekt. Ach, jetzt geht das Licht wieder ein bisschen besser. genau. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen. Über eine Sache, weswegen Kundinnen zum Beispiel zu mir auch oft kommen und mich fragen, was soll ich jetzt tun? Und zwar, was, wenn niemand deine Angebote kaufen möchte, wenn du vielleicht ein Produkt entwickelst gerade und davor Angst hast, dass es dann niemand kauft, oder wenn es schon auf dem Markt ist, das Produkt oder dein Angebot, und dann niemand kauft, wie du damit umgehen kannst. Und ich möchte dir da ein paar Hilfen geben, die ich selbst auch für mich immer, um ein bisschen ruhig zu bleiben, wenn ich was Neues entwickle, so ein bisschen mir erkläre und mir sage, die dir vielleicht auch helfen. Denn ich möchte vorab ein bisschen, was von mir erzählen, damit du so ein bisschen weißt, was ich schon so erlebt habe. Und ich hoffe, meine Erfahrungen helfen dir da auch so ein bisschen weiter. Bin ich wieder sehr erleuchtet. genau. Und zwar, heutzutage ist es ja viel so, dass sehr viele auch Coaches, Mentoren und so weiter, und ich zähle mich da nicht zu, sehr viel mit so Zahlen arbeiten, um Hoffnung zu erwecken, Wünsche zu erwecken oder zu sagen, hier mit mir schaffst du fünfstellige oder dieses 5K, was sie immer sagen, sechsstellig, siebenstellig, achtstellig, habe ich letztens auf YouTube gesehen und dachte auch, hui, jetzt geht's aber los hier. Ich meine, also ich bin nicht in der Nähe von achtstellig, das möchte ich immer sagen, aber ich habe die Werbung bekommen und das fand ich schon etwas irritierend. Wie einfach es ging. Und also er sagte dann eine ganz einfache Lösung und Strategie, einfach das Coaching bei ihm kaufen. Und ich fand es so seltsam teilweise. Vielleicht, weil das einfach gar nicht mein Mindset ist, diese Beträge. Ja, aber vielleicht sagt ja jemand anderes, das ist super machbar, das ist alles easy. Ich finde das oft nicht. Und vielleicht bist du auch an diesem Punkt, wo du sagst, dir fliegen überall solche Sachen entgegen. So mein Einnahmenreport, heute wieder 5.000 Euro gemacht, heute wieder 6 Kunden bekommen. Und ach, es war heute so leicht, mal eben 2 Kunden zu bekommen, als ich eine Instagram-Story gepostet habe. Und diese ganzen Sachen, die fliegen einem ständig um die Ohren. Und ich kann da übrigens nur empfehlen, zwischendurch mal eine Instagram-Pause zu machen, falls du da aktiv bist. Hat mir sehr geholfen. Das irritiert dann oft, weil man vielleicht, also ich sag's ganz ehrlich, ich habe das nicht jeden Tag 1.000 Kundenanfragen oder 1.000 Leute, die mein Angebot kaufen. Und bei mir verkauft sich auch nicht alles super easy, super leicht. Und natürlich gibt es Phasen, in denen läuft es einfach, ja. Und natürlich gibt es Phasen, wo du denkst, hey, schon wieder und schon wieder eine Anfrage, schon wieder. Und ich habe aber gemerkt, das ist natürlich nicht immer. Es gibt zum Beispiel den Sommer. Da bei mir passiert da nie so viel. Und dann merke ich auf einmal so, jetzt geht's Richtung Herbst, dann geht's wieder los, ja. Und ich finde es so unrealistisch, immer zu sehen, wie viele Leute immer wieder sagen, ja, jetzt habe ich wieder 5.000 € und jetzt habe ich dies und das gemacht und ich zeige dir mit meiner Strategie, wie es geht. Und dann stehst du da und meine Kundinnen haben das auch. Sitzen sie da und denken, ich habe noch nicht mal ein Produkt verkauft oder ich habe noch nicht mal eine Anfrage oder ich habe noch nicht mal ein Angebot geschrieben. Ja, und dann kommen halt die Zweifel auch, wenn die Angebote und Produkte selbst nicht sich so angeblich schnell verkaufen oder man nicht das einmal in der Instagram-Story erwähnt und alles ausverkauft ist oder ausgebucht oder so. Man ist nicht sofort ausgebucht und das ist dann wirklich schwierig, vor allem wenn man noch nicht lange selbstständig ist oder das Business vielleicht schon länger hat, aber sich auf das mal neu orientiert hat. Da sage ich auch gleich noch was zu. Und die Kunden einem nicht so entgegenfliegen. Ja, dann fühlt man sich oft schlechter und denkt, man ist nicht so gut und das Angebot ist nicht gut und fängt wieder an zu arbeiten daran und wieder zu ändern und zu ändern.
Und das ist dann wirklich so eine Spirale, dass es vielleicht passieren kann, dass du so viel ständig änderst, dass keiner überhaupt es schafft, deine Angebote zu kaufen, weil sie einfach vielleicht vorher noch nicht kaufbereit waren. Ich habe mir gedacht, ich sag dir einfach mal bei meinen Angeboten, was da so teilweise passiert. Also ich habe mich ja nach der Geburt meiner Tochter, ist jetzt über 2,5 Jahre her, nee, 2,5 Jahre her, habe ich mich ja neu umpositioniert als Mentorin und auch Grafikdesignerin. Noch nicht, Grafikdesign hatte ich dann noch nicht wieder drin, aber ich bin früher halt nur Grafikdesignerin gewesen. Dann habe ich Luminous gemacht für hochsensible und introvertierte Frauen. Und dann habe ich mich nach der Geburt meiner Tochter ja wieder dem gewidmet, als Mentorin auch zu arbeiten. Ist einfach meine Leidenschaft, macht das einfach auch unheimlich gerne und kann da einfach wirklich auch die Themen mit meinen Kundinnen durchgehen, die wichtig sind für sie. Positionierung, Strategie, Marketing, Mindset-Arbeit auch sehr viel, wie jetzt zum Beispiel. Und nehme aber im Moment auch das Grafikdesign wieder mit rein. Und es ist halt so, wenn du dich umpositionierst zum Beispiel oder sagst, ich wechsle jetzt die Bereiche, ist es halt für die Leute, die dir folgen, erstmal eine Veränderung. Und sie müssen sich erstmal wieder daran gewöhnen. Und bei mir war die Phase auch, meine Follower mussten sich erst wieder daran gewöhnen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe immer noch sehr viel älteren Content, zum Beispiel auf YouTube ganz viele Videos und habe da früher halt allgemein hochsensible und introvertierte Frauen angezogen. Und nicht jeder davon ist natürlich selbstständig und würde jetzt mit mir als Mentorin zusammenarbeiten. Also muss ich da wieder neue Leute erst finden und ansprechen. Und es ist halt ein Prozess, der dann öfters länger dauert erstmal. Und bei mir ist es deswegen so, dass am Anfang wenige sich gemeldet haben für ein Mentoring, für eine Beratung. Natürlich, man musste erst wieder reinkommen. Dann hatte ich einen Beta-Kurs gelauncht. Da haben sich schönerweise 5 Frauen für angemeldet. Und das war einfach super, diese Erfahrung zu machen, dass dann doch in dieser ganzen Community die Frauen stecken, die ich erreichen wollte. Und ja, dann ging es halt immer weiter und mittlerweile melden sich regelmäßiger welche, aber zum Beispiel jetzt im Sommer habe ich im Moment 2 Monate, wo einfach nichts war. Und das ist in Ordnung. Ich weiß es einfach, im Sommer ist weniger. Und das ist halt immer so, du musst halt ein bisschen gucken, was ist gerade eigentlich bei dir mit deinem Business passiert? Hast du dich neu positioniert? Hat sich etwas verändert? Hat sich etwas neu entwickelt? Bei mir war es auch so, als ich damals das Grafikdesign dann gemacht hatte und dann gesagt habe, ich steige vom Offline-Business, ich habe früher nur Offline-Kunden gewonnen, zum Online-Business. Da war auch erstmal so ein Punkt, wo ich erstmal drüber hinweggehen musste, bis es dann routiniert kam. Ja, und das hat wirklich, ich weiß nicht, wie es genau damals war, ich hatte ja noch Kunden, aber das Neue kam so 1,5 Jahre hat das gedauert. Aber ich habe damals auch Blog-Marketing gemacht. Es hatte aber wirklich lange gedauert, bis ich dann wirklich die Kundinnen dann auch rausgezogen hatte, mit denen ich arbeiten wollte. Und es braucht einfach oft ein bisschen mehr Zeit, als du denkst, als du einplanst. Und es ist auch ganz oft so, dass du Angebote nicht nur einmal in der Instagram-Story erwähnen musst, sondern häufiger darüber sprechen musst. Und häufiger erklären musst, das tue ich, das mache ich für dich, so unterstütze ich dich, so kannst du mit mir arbeiten. Und der Grund ist auch ganz einfach. Heutzutage kriegen wir so viele Infos, so viele Newsletter, so viele Instagram-Beiträge, so viele Sachen überall zugeschmissen. Und da jedes Angebot genau zu betrachten, ist unheimlich schwer für die Leute, die dir folgen. Deswegen sei immer so fair und sprich öfters darüber, was du tust. Sei immer so fair und sprich öfters darüber, wie du anderen helfen kannst. Ja? Und auch welche Angebote du hast. Das ist völlig in Ordnung. Und glaub mir, die Leute, die dir gerne folgen, die werden sich dadurch auch nicht genervt fühlen, wenn du im normalen Verhältnis über dein Angebot sprichst und nicht nur darüber, sondern auch vielleicht ein bisschen Tipps gibt's, Hilfen gibt's, Unterstützung. Das ist ja manchmal nur Kleinigkeiten wie einen schönen Instagram-Post oder das sind auch Blogbeiträge und sowas, wo du zeigst, dass du Expertin bist.
und wirklich ein bisschen Zeit einplanen dafür. Und dann noch eine Sache, die vielleicht ganz wichtig ist. Es gibt halt Schildkröten und Hasen. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und ich zum Beispiel, ich habe, glaube ich, eher die Schildkröten als Käuferin. Und ich muss sagen, das passt auch perfekt. Ich bin selbst eine Schildkröte. Und was bedeutet das? Das bedeutet, die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die brauchen etwas länger. Die sind langsamer, bis sie sagen, ja, ich kaufe dein Angebot, ja, ich kaufe dein Produkt. Es gibt ja auch Hasen oder Spontankäufer oder Schnellkäufer, die eine Sache sehen und sofort kaufen. Ich bin eher die, die zum Beispiel bei Online-Shops Produkte sich anguckt, wieder rausgeht, Produkte in den Warenkorb legt, die Seite erstmal noch eine Woche schließt und wieder reingeht und denkt, ja, dann wähle ich nochmal zwei aus, die ich jetzt wirklich nehme und die kaufe ich dann. Also ich bin halt eher ein langsamer Käufer und eine Schildkröte. Und vielleicht erkennst du dich auch gerade, wo bist du gerade, ja? Wir kennen das aber alle, dann gehen wir vielleicht in Drogerieladen rein und sind dann Hasen plötzlich und wollen die Möhre und die Möhre und die Möhre ganz schnell jetzt sofort haben. Und einen anderen Tag gehen wir zum Beispiel in den Buchladen und sind Schildkröten und gucken uns zwar die Bücher an, aber sind noch ein bisschen unsicher, welches Buch wir lesen sollen. Wir warten erstmal ab und gucken erstmal, ob wir vielleicht nächste Woche nochmal schauen, welches Buch wir kaufen können. Und das sind vollkommen normale Prozesse. Und es kann halt sein, dass deine potenziellen Kunden eher Schildkröten sind und deswegen etwas länger brauchen als die Leute, die einfach für 5.000 bis 10.000 Euro ein Mentoring kaufen, wenn sie eine Instagram-Story sehen darüber von der Person und sofort zuschnappen. Und das ist völlig in Ordnung. Und da würde ich immer gucken, ich zum Beispiel mache das immer so, alles, was ich rausgebe, da sage ich mir, ich gebe den ganzen Jahr, bis ich damit die Person erreiche, die dann mit mir zusammenarbeiten möchte. Und mir hilft das immer sehr stark. Und ich weiß, ein Jahr ist, es hört sich super lange an, aber im Business ist ein Jahr überhaupt nichts. Und wenn du überlegst, wie lange es dauert, bis Leute Vertrauen aufbauen, Verbindungen zu dir aufbauen, ist ein Jahr ein guter Zeitraum, um erstmal zu sagen, so, ich gebe mir selbst auch die Zeit. Weil stell dir vor, du würdest eine Instagram-Story machen oder einen Instagram-Post und hättest sofort 50 Kunden, die mit dir eine Beratung machen wollen, 1:1, da würdest du wahrscheinlich nicht hinterherkommen. Ja, also guck mal, sind Schildkröten oder Hasen, die mit dir zusammenarbeiten? Das kannst du auch erkennen, wenn du zum Beispiel deine Kunden, wenn du welche hast, mal fragst, wie schnell hast du bei mir gekauft? Und viele bei mir zum Beispiel sagen, ich habe mir erst ganz lange deine Blogartikel durchgelesen oder ich bin schon ewig in deinem Newsletter, kann ich jetzt mal. Oder ich bin schon ganz lange YouTube-Abonnentin und jetzt bin ich aber bereit zur Zusammenarbeit, zum Kauf sozusagen. Ja? Und die haben halt ein bisschen gebraucht. Und ich habe das irgendwann auch gemerkt, als ich immer wieder gefragt habe und. Ab wann hast du gekauft? Wie lange folgst du mir schon? Und es kam halt immer ein langer Zeitpunkt. Es war immer ein halbes Jahr das Jahr. Und ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich mache das nämlich genauso. Ja, ich bin auch so eine Käuferin, die erstmal beobachtet, ja, introvertiert, wie ich nun mal bin, erstmal von hinten beobachten, erstmal alles angucken, erstmal alle Blogbeiträge durchlesen oder alle Videos durchgucken. Und dann möchte ich kaufen. Ja, dann möchte ich kaufen. Und da kannst du für dich nochmal gucken, wann möchtest du kaufen. Und ich möchte, glaube ich, heute einfach sagen, es ist okay, wenn du öfters mal dieses Gefühl hast, was, wenn das niemand kaufen möchte, auch im Sinne von, wenn du was entwickelst, diese Zweifel, vielleicht kauft es wieder keiner, vielleicht hast du schon mal ein Angebot rausgebracht, was keiner gekauft hat. Ich habe vorhin einer Freundin von mir erzählt, dass ich mal ein Notizbuch entwickelt habe. Ich habe schon ganz viele Angebote gemacht, die keiner gekauft hat. Aber für mich war das ganz wichtig, dass ich das gekauft habe, entwickelt habe, ja. Und für mich war das wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich mit ihr, dass ich das entwickelt habe. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, Entschuldigung. Dass ich das entwickelt habe, diese Angebote, um
jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt habe ich mein konkretes Angebot endlich geschafft. Ja? Jetzt habe ich endlich das entwickelt, was ich wirklich entwickeln wollte. Bei mir zum Beispiel mit dem Mentoring. Ich habe früher für Grafikdesigner mal ein Mentoring entwickelt. Und jetzt mache ich das halt für introvertierte Frauen. Und es hat mir aber geholfen, vor Jahren schon mal sowas zu durchdenken, um jetzt ein Angebot rauszubringen, was gezielter für die passt, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ja? Also schau nochmal genau für dich. Wenn du Angebote entwickelst, hat das wirklich als erstes Ziel, dass es nur verkauft, oder hat es auch für dich einfach einen großen Wert, dass du sagst, ich entwickle das jetzt mal, um mich selbst auch dadurch weiterzuentwickeln und wirklich das Angebot zu schaffen, was wirklich genau für uns passt, alle zusammen, ja? Wenn wir was bei dir kaufen. Genau. So, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und sag jetzt mal, wenn du möchtest, schreib mir in die Kommentare gerne, wie deine Erfahrungen sind und was du bisher damit erlebt hast, welche Angebote du gemacht hast, die vielleicht ja nicht gekauft wurden, oder welche Angebote du noch machen willst, aber hast ein bisschen Angst, dass die nicht gekauft werden. Jetzt sage ich mal, bis später.